Der wäre nämlich, dass ich so ein, wie heißen die nochmal? Nicht, also diese Shards, wie hießen die nochmal? Es gibt ja diese Dark Shards und was war das andere? Light, hießen die Light Shards? Ich glaube nicht. Ich glaube, die hießen anders. Egal, diese gelben Steine auf jeden Fall, dass ich den in der Wüste in das Maul von so einem komischen Viehplatz, also von diesem Knochendrachen platziere und den halt so quasi damit füttere. Und ja, dann kann ich, das war halt der letzte Schritt. The air is so thick with honey and nectar all summer. I almost feel dizzy. So schlecht sieht die auf jeden Fall auf dem Bild gar nicht aus. Also bei ihr geht's. Make sure to water your plants every day. Das muss ich nicht mal selber machen. Ich bin noch nicht veraltet, Alter. So, was können wir als nächstes machen? Ich muss natürlich noch wegen der Sonnenblume abklären. Und dann muss ich natürlich noch ein bisschen Weed kaufen. Ja, Lifestyle all day. Weed kaufen jeden Morgen, ist klar. Weil wir haben jetzt schon Nachmittag. Habe ich also schon verkackt. Oh, Robin ist natürlich nicht da. Ah, oh, Mann. Mal gucken, was ich sonst noch brauche für dieses Dings. So, noch ein Buch. So, lalala, ja, nimm das mit. Ich brauche nämlich 60 Sachen, die ich kollektiert habe. Im Museum, das wäre ganz nice. Wenn ich das hätte. Ich weiß nicht, ob das Buch auch zählt, aber es gibt ja auch andere Sachen, die man noch finden kann da drunter. Deswegen nehme ich auch dieses Ding momentan die ganze Zeit mit. Brauche ich ja nicht unbedingt zwingend dabei, aber ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das mit dem Museum auch weitermachen. Ich glaube, da gibt es 90 Gegenstände insgesamt, die man kollektieren kann, oder 120 oder so. Wäre cool, wenn wir das irgendwann mal machen würden, aber naja. Nee, ich meine das hier so. Looking for a buddy to bring me a strawberry. Sam. Ich habe keine Strawberries und ich fange es hier auch gerade nicht an. Die machen drüben wieder Gymnastik. Die alten Weiber. So. Weed brauche ich natürlich. Poppy Seeds brauche ich nicht. Ich brauche theoretisch. Langsam, hallo. Theoretisch brauche ich. Hey, warum hat der keine Sonnenblumen? Ich check's nicht. Es gibt einfach keine Sonnenblumen. Das ist doof, weil dann kann ich diese Collection noch nicht abschließen. So, 19, das reicht auf jeden Fall. Wenn das jetzt noch nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, Alter. Bringt auch nicht sonderlich viel Verdienst, von daher. Aber kurz, was ist mit der alten Oma? Mit der auch noch kurz talken. Church is always a little less grumpy in the summer. The warm weather soften his bones. Ja, ja. Der ist immer ein bisschen grumpy. Der ist generell, also, der ist immer angepisst. Du vom Mensch, Alter. Ich mag alte Leute wirklich, aber wenn sie dann immer angepisst sind, dann bin ich auch angepisst von denen und. Ah, das ist auch nicht geil. So, Lea, hallo. The simple things in life are best. A soft summer breeze, majestic clouds and the globe full of Stardew Valley red. Ja, ist schon so. So. Hier erstmal ein bisschen Muschel nehmen, die Möwen vertreiben. Pissfrische kleinen Huren. Und, ich kann natürlich, Dings wieder was schenken. War kurz. Go Cheese, Poppy, lalala, Saal. Trüffel, Alter, die mögen alle Trüffel irgendwie. Aber ich kann keinen Trüffel leisten. Ich habe selber kein Schwein. Das ist halt ein bisschen doof. Also ich brauche dringend ein Schwein. Irgendwann mal brauche ich ein Schwein. Früher oder später. Dazu muss es noch kommen. Sonst habe ich dann einfach Pech gehabt. Aber ich denke dir eh nichts. Die hat einfach nur einen Freund und zwar Elliot. Das ist irgendwie sad. This sad moment. La la la. La la. So. Ich könnte jetzt natürlich auch noch bei Helle vorbeigucken, ganz kurz. Wen können wir nochmal begrüßen? Den Wizard habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Wizard ist einfach unser drittbester Freund. Ach Leute, das ist so cool, das Spiel. Ich mag das. Ich finde es echt ein bisschen schade, wenn das Spiel gerade vorbei ist, weil es ist ein tolles Spielerlebnis. Mann. Ich hoffe es irgendwie nicht, dass das so schnell vorbei ist. Aber zum Beispiel auch Bloodborne möchte ich noch spielen. Das werde ich. Ich weiß nicht, ob ich das heute Nachmittag noch aufnehmen werde. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wie lange ich hier in Stardew Valley noch festhänge.
Und ja, das wird auf jeden Fall, also Stardew Valley wird auf jeden Fall noch einiges an Zeit beanspruchen. Ich habe erst gedacht, dass ich wirklich im Herbst abschließen könnte. Beziehungsweise im Herbst erstmal das Community Center abschließen, soweit. Und dann halt theoretisch vielleicht im Winter dann wirklich beenden, vielleicht den ersten Frühlingstag vom dritten Jahr noch. Dann wären wir wirklich nicht mehr allzu lange dran gewesen. Aber scheinbar hängt das nicht mehr drin. Wenn das mit der Sonnenblume nämlich nicht funktioniert, dann ist es ziemlich kacke. Kann ich das Dings vom Community Center so nämlich nicht abschließen. Was einerseits allerdings auch gut ist, weil dann kann ich noch weitermachen. Ups. La 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 la. Ups. Ey, hängst du gerade ein bisschen? Da ist aber festgehalten gewesen. So. 7 habe ich jetzt noch. Die ich noch irgendwo anpflanzen soll. Hier unten zum Beispiel. Unten habe ich ja noch nichts. Kann ich ja nochmal 7 Weed anpflanzen. Oder da oben. Gibt genug Spots, wo ich das machen kann. Mach das gerade beim anderen. Ach, war kurz, ich habe hier noch nicht offen. Oh, ich muss ja noch bei den Tieren vorbeigucken. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Ach, egal. Mach gleich. Also 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay, dann noch kurz gießen alles. Dann wird das nämlich alles auch gemacht. So, okay. Tisch wäre alles erledigt. Und jetzt gehe ich kurz rein erstmal, umarme die ganzen Viecher. Aber kurz, ich brauche erstmal noch was anderes. Ey, die essen ja gar nichts. Was ist da los bei denen? Die ernähren sich von sich selber wahrscheinlich so, trinken ihre eigene Milch. Ah, jetzt ist aber auch klar, warum ich nie Milch kriege von denen. Ja, ja. Ich habe euch, ja, ich habe euch auf frischer Tat ertappt. Ah, Kesper hat jetzt ein halbes Herz. Elsa hat immer noch ein Herz. Und wie sieht es mit dir aus? Mossi hat auch ein halbes. Sehr schön. Goldmilch. Keine Milch. Auch keine Milch. Das gibt's ja nicht. Ich habe eine einzige Milch gekriegt. Naja, egal. Geht raus, Leute. So, das rein. Kann ich die Tiere so aussperren eigentlich? Indem ich einfach sage so, ich juckt nicht. Okay, mach ich mal ein Duck-Eck rein. Umarme die alle. La la la. So, ey, hallo, alles klar. So, hier, die wollte ich noch angucken. Donald Trump hat auch kein Herz. Hühn hat ein Herz jetzt. Es ist jetzt ein Herz mehr. So. Wobei, bei den Hühnern ist es gerade nicht so wichtig. Aber egal, die sind nicht schlecht. Jetzt ein paar Sachen hier reinwerfen. Ich glaube, die gehen jetzt wirklich nicht mehr raus. Es ist schon zu spät. Und das hier. So, und Honey. So, gut, dann kann ich die restlichen Eier, die ich sonst noch habe, in den Fridge reinpacken. Und dann mal gerade kurz überlegen, was können wir heute sonst noch machen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und relativ viel jetzt hier drinne. Ich konnte noch... Nee, das Museum hat auch schon zu. Das ist halt wirklich die Frage. Es gibt nämlich gerade echt nicht mehr viel, was wir machen können gerade. Also in dem Moment jetzt. Ja. Egal, sonst gehe ich wirklich direkt schlafen. Und dann gucke ich, was am morgigen Tag so abgeht. Wobei, ich kann erstmal kurz TV schauen. So. Weather Report. Was ist morgen denn? Storm. Wir haben fast 5000 tatsächlich. Mal gucken, ob was hier nachts so bringt. Denn je nachdem steht jetzt dann gleich eine Hochzeit bevor, Leute. Dann hätten wir endlich jemand weiteres, der hier auf der Farm wäre. Alter. Das geht ja dann echt schneller als gedacht. Fuck. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Die Frage stellt sich sowieso, ob nachher dieser, dieser Yandere-Mod noch funktioniert. Ordnungsgemäß. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Bin ich gerade wirklich.
Der andere Mod hat ja bisher eh noch keine Wirkung gezeigt. Okay, das reicht auf jeden Fall, dass ich mir morgen das Ding kaufen kann. Dann kann ich eigentlich quasi den Antrag machen. Ich weiß nicht, wie lange es nachher auch dauert, bis dann effektiv die Hochzeit ist, sozusagen. Ob das wirklich direkt im Anschluss ist oder das dann irgendwie auf ein festgelegtes Datum oder so kommt. Was habe ich noch so für Quests? Ja, das ist klar. Und bring Pufferfish. Sashim. Reach Level 35 in Skull Cavern. Pumpkin, lalala. Bring Marin one bunch of Amarath. Ja, ja, Amarath. Alles klar. So. Ja. Das sieht echt gut aus, dass ich das bald pflücken kann, das meiste hier. Dann kriegen wir endlich ein bisschen Ertrag. Hier haben wir auch noch was, wie ich sehe. Und zwar Red Cabbage. Was auch gut ist. Hier drüben haben wir nichts, glaube ich. Ja, wenn es regnet, dann lasse ich auch zu. Ich bräuchte so einen Heater. So, immer noch auf einem halben Herzen. Anderthalb! Könnte es jetzt unter Umständen large oder zu large Milch kommen, ist die Frage. Ob das jetzt möglich ist? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, und dann gehe ich natürlich noch zu den Hühnern gleich noch. Aber erstmal will ich gucken, ob ich Milch kriege. Ob die beiden Kühe mich heute nicht enttäuschen. Das ist die Frage. Heute lasse ich auf jeden Fall das mal zu. Milch? Keine Milch. Und hier Goldmilch. So. Gut. Dann pisse ich mich wieder. Meinen Kübel. Und ja. Sorge ich auch gleich für das andere. Das Wichtige. Ach, ich bin gerade sau aufgeregt, Leute. Boah, es wäre jetzt genial gewesen, wenn wir hier noch eine Dark Feather drin gefunden hätten. Irgendwo. Boah, das wäre das Highlight gewesen des Tages. Bei hat es jetzt schon so viele Highlights gegeben. Wir sind jetzt vor allem auch wieder bei einem anständigen Ertrag. Also mit dem Geld, was wir allmählich haben. Ah, das ist zum Alter, dachte ich. Nee, ich will die Ente, hier Daisy. So. Gut, la la la. Das wäre wieder voll. Und dann kann ich nämlich weiter. Dann kümmere ich mich langsam wirklich ein bisschen um die Tiere, was schon sehr wichtig ist. Und ja. Hier haben wir einen Brief. Tatsächlich. Dear Colin, tomorrow we all gathering at the beach for the Animal Pelican Town Luau. The highlighting of the event is the coming potluck. Make sure you bring something good to contribute. The governor himself is attentive to the event, so make sure you're the best behavior. Come to the beach sometime between 9 and 2 p.m. Okay. Ich muss was mitbringen. Good contribute. Was ist das? Mal kurz, ich guck das. Ja, die Eier werfe ich jetzt einfach mal rein. Wow. Ob es da irgendwelche Tipps gibt. Das ist das Ding, ne? Da wird alles in einen Topf geschmissen. Ja, genau. Das wäre das. Okay, gucken, was haben wir denn? So ein Diamant. Genau. Nee. Aber was könnte man sonst so geben? Creeper. Wäre bestimmt geil, ja? Wahrscheinlich schon irgendwie. So. Wie haben wir denn wirklich was, was wir reinpacken können? Ich hab gerade nichts, glaube ich. Ach, morgen noch auf der Farm finde ich was. Zum Beispiel Milch, ja. Können wir. So, jetzt aber erstmal einsetzen. Lalala. Nicht direkt unten. So. Das ging sehr schnell. Da muss ich jetzt nicht so weit laufen. Ich bin ein fauler Mensch, wir wissen es. Heute hat der Laden sowieso zu. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Nee, nee. So.
Dich habe ich lange gesucht. Lange war ich auf der Suche nach